Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Siedler 2 Gold. Ich bin's wieder, euer Paddy. Und hier sind wir wieder bei unserem Gegner, der das letzte Mal versucht hat, uns so ein bisschen auszutricksen, aber nicht mit uns. Das können Sie vergessen. Ja, wir haben schon direkt so ein bisschen vorgearbeitet, haben jetzt schon angefangen, die Goldbergwerke aufzubauen. Ich hoffe natürlich, das klappt hier nicht, dass die Erfolg haben werden oder dass sie uns allzu viel einreißen werden. Da müssen wir jetzt mal schauen, weil bisher kamen keine weiteren Soldaten nach. Und wenn wir Glück haben, können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Die ersten Bergarbeiter sind auch schon da. Ich werde gleich mal hier eine Abkürzung mitmachen. Geht zwar jetzt, na gut, so weit geht es jetzt auch nicht rein, aber wird schon ein bisschen dauern. Münzenprägerei braucht auf jeden Fall wieder was zu tun. Die Fischerhütte läuft zu 100%. Brunnenfleischerei. Aha, die hatte ich ja abgekapselt. Können wir jetzt wieder neu bauen. Das hatten wir ja alles unterbrochen, weil es plötzlich zum Kampf kam. Aber es dürfte jetzt auch kein Problem sein. So, schon kommt die Nahrungsmittel nach unten. Na, da wollen wir mal schauen. Hier sehe ich schon, hier haben wir jetzt auch wieder was. Könnten wir quasi auch ausbilden, aber ich möchte es noch lassen. Oder wollen wir das trotzdem versuchen? Ja, naja, wir haben ja jetzt neue Goldquellen. Ne, wir lassen sie erstmal noch oben. Die sollen erstmal oben die ausbilden, danach können sie hier unten mal ein bisschen was machen. Weil hier oben wird es ja schon etwas kritischer, wenn wir so provozieren. Na, ich bin mal gespannt, was hier alles so ist und was sich so verbirgt. Es dauert halt alles noch ein bisschen, bis das alles nach drüben gebracht wird. Das erste Gold wird auf jeden Fall wieder produziert. Wir könnten ja auch hier unten lang so eine Abkürzung machen. Müssen wir jetzt nicht allzu lang hier oben rüberlaufen lassen. So, dauert jetzt erstmal ein bisschen, bis das wieder angelaufen ist. Eieiei. Gut. Kurz mal hoch. Jawohl. Weiter geht's. Aha. Hat schon geklappt. Der Wachturm, den wir vor uns gesehen hat, ist jetzt zerstört und somit konnten wir Schaden anrichten, indem wir jetzt die Schmiede und alles zerstört haben, was dringend rum war. Genauso wie ich mir das vorgestellt habe. So. Ah, Gold läuft. Jetzt müssen wir mal schauen. Wollen wir hier jetzt noch so einen weiteren... so ein weiteres Katapult erstellen? Oder wir versuchen es so nochmal? Wir können ja erstmal speichern. Da ja momentan keine Angriffe folgen, könnten wir ja schon mal versuchen, hier einfach mal anzugreifen. Ah, schon kommt der Angriff. Keine Chance. Wurde nicht durchgelassen. Aha, hier haben sie schon goldene drin.
fahren? Nein, hat er auch nicht geschafft. Also, es ist immer sowas, was man austesten muss, wo hier überall die Goldenen versteckt sind. Ja, das können wir abreißen. Ist halt dann ärgerlich, ne? Wenn dann einem die Goldenen dann so wegsterben müssen. Aber kannst du ja vorher nicht wissen, wo die noch schwache Soldaten drin haben und wo nicht. So. Ich bin ja am Überlegen, wie wir das hier regeln können, dass wir verhindern können, dass sie noch weiter hier rüberkommen. Ja, aber momentan haben sie einfach keine Soldaten. Das ist unser einzigster Vorteil. Wir könnten ja hier quasi nochmal ein Türmchen bauen. Um die Baracken hier nochmal einstürzen zu lassen. Hat uns ja schon mal ein bisschen geholfen gehabt. Momentan sind die Gelben wieder langsam im Aufstieg. Goldmäßig immer noch top in Form. Ach, wir versuchen es einfach mal. Einfach mal gucken, was hier so ist. Gold. Wir haben ja zum Glück gespeichert. Dann einmal hier schauen. Hey, 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 hey. Geh zurück in deinen Wachturm. Auch Gold. Naja, nicht ganz. Aber ihr seht schon, das Gold wird wieder transportiert. Das kommt von irgendwo von hier drin, ne? Aber wenn wir den Knotenpunkt treffen können... Ah, nee, auch nicht. Die gehen ja hier runter sogar. Ach man, das ärgert mich, dass das bei uns so ewig dauert mit dem blöden Gold. Wahrscheinlich müssen wir es doch so machen, dass wir, Moment, ich muss es mal schauen. Wie sieht's denn aus überhaupt? Erst gut am Produzieren. Dann würde ich sagen, wir machen das jetzt mal anders, weil es nervt mich, dass das so ewig dauert. Wir machen jetzt hier so eine Münzenprägerei mit hin. Hoffe, die wird schnell gebaut. Damit unsere Soldaten ausgebildet werden. Weil wir haben genug Soldaten. Und wir haben aber auch keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Und wenn die wirklich so weitermachen mit ihrem Tempo, dann sieht es wirklich schlecht für uns aus. Weil dann nehmen die uns unsere Goldquelle ganz schnell weg. Und das will ich verhindern. Gut, dann heißt jetzt erstmal die Münzenprägerei bauen. Ich hoffe, das klappt ganz schnell. Ja gut, Schweinezucht und alles haben sie jetzt schnell aufgebaut. Bin ich mal gespannt, weil hier oben haben wir auch ein Kohlebergwerk. Wäre eigentlich Blödsinn, wenn wir jetzt ständig alles nach drüben transportieren. Wie sieht's denn aus hier oben? Naja, der erste Silberne. Hier noch nicht mal ausgebildet, hier auch noch nicht. Und hier wird gerade angefangen. Es ist halt wirklich zu wenig. Es muss da wirklich dran gearbeitet werden. Ich hoffe, das geht jetzt schnell voran, wenn jetzt hier die Münzenprägerei mitsteht. Auch mal bloß noch Baumaterialien und mal einen Handwerker, der sich mal hier Zeit nimmt. Aha, da kommen sie schon. Wir werden angegriffen. Und das ist genau das, was ich meinte, ne? Einmal zu viel ausgetestet, schon sieht's übel aus.
Mal sehen. Kann unser Katapult das beschießen? Anscheinend noch nicht. Ich hoffe, hier wird jetzt schnell nachgerüstet. Nicht, dass wir den Wachturm auch noch verlieren. So. Aber das ist das, was ich meinte. Wir brauchen da dringend Beschleunigung in dem Fall mit der Münzenprägerei. Und da hilft es auch, wenn man so eine zweite mitbauen. Auch wenn die jetzt wieder auf Hochtouren läuft. Okay, hier drüben wird jetzt... Ah, hier kommt sind schon wieder neue da. Und hier haben wir den ersten goldenen drin. Gleich den zweiten. Das läuft wunderbar. Genau so will ich das. Bloß noch etwas schneller. Haben wir eigentlich aus... Ja, ist ausgestellt, dass da überhaupt Gold mit reinkommt. Hier lag uns ja auch schon das Gold ein. Also sprich, wir brauchen dringend schnell das, die Münzenprägerei, die nächste. Na, wo bleibt die nächste Goldmünze? Ah, hier haben wir jetzt überall, haben sie jetzt hier Baracken gebaut, aber keine Soldaten, die sie haben zum Besetzen. Das ist auch nicht schlecht. Aber hier unten wird ja bei uns genauso wenig besetzt. Beziehungsweise Gold gebracht. Ja, nee, das ist in Ordnung. So. Nächste Goldmünze ist schon im Anmarsch. Wenn die jetzt meinetwegen alle erstmal in den Wachturm gehen, ist das gar nicht so verkehrt. Können sie ruhig mal machen. Ah, das Bild gefällt mir schon viel besser. Die Münzenprägerei ist fertig. Dann würde ich sagen, legt mal ganz schnell los. Und haut das Gold da rein. Ohne Ende. Wir können ja auch hier direkt eigentlich eine Abkürzung mitbauen. So eine klitzekleine. Auch mal hier. Ich verstehe zwar nicht, warum die Goldmünzen erstmal alle ins kleine Nebenlager kommen, aber ist mir jetzt erstmal auch egal. Ach nee, die werden direkt hier dran vorbei transportiert. Supi, dann lassen wir die noch schnell ausbilden alle. Und dann geht's schon weiter. Dann suchen wir uns das nächstgrößere Gebäude, was wir einnehmen können. Und lassen da auch schon die nächsten ausbilden. So Schritt für Schritt. Schauen wir mal. Theoretisch könnten wir auch jetzt sagen, ja, komm, besetzt alle Baracken. Aber das will ich auch nicht. Ah, hier sieht es ja auch. Haben wir auch einen goldenen drin. Hier war ja auch noch der Fall, dass wir, hier was Leute zum Ausbilden drin sind. Dann nehmen wir lieber den Wachturm hier ein. Mit Ach und Krach, den sie jetzt leergeräumt haben. Aber erst, wenn das hier fertig ist. Ah, die bauen aber auch, hä? Die bauen Baracken ohne Ende, ohne Sinn und Verstand. Um die mit Gold voll zu kloppen. Was im Endeffekt sinnlos ist, wenn die dann doch im Endeffekt einstürzen werden. Naja, sollen sie ruhig erstmal machen. Ah, hier sieht es auch sehr gut aus.
Jetzt habe ich eigentlich das Gefühl, geht es schon wieder schneller. Die Münzenprägerei läuft und die hier auch. Hm. Was soll man davon halten, ne? Sehr gut. Hier läuft es auch langsam an. Naja, im Winter wächst das Getreide in Grönland schon schwieriger, ne? Da werden die Bauern ordentlich zu tun haben. Aber wenn ich das jetzt hier so sehe, dass jetzt die Münzen so nach und nach hierher kommen, finde ich das schon klasse. Das Bild gefällt mir. Hier kann ich es jetzt schon fast sperren. Noch eine Goldmünze fehlt. Ja, weil die haben wir auch schon. Sehr gut. Hier dürfte es jetzt auch gleich soweit sein. Jawohl. Können wir das hier sogar sperren. Und dann kann es gleich bei den nächsten weitergehen. Also jetzt geht es wirklich schneller. Gut, dass wir jetzt den ersten Wachturm erstmal voll haben mit goldenen Soldaten. Den können sie uns erstmal nicht wegnehmen. Zumindest vorerst nicht. Ah, hier dauert es noch, bis das jetzt fertig ist. Wird Zeit für die Wachstube. Dann lasst mal die noch ausbilden. Seht ihr, jetzt kommen immer zwei Goldmünzen hier unten an. Geht das doch gleich viel schneller. Das wird auf jeden Fall gespeichert, also da gibt es gar keine Frage. Hier, gleich mal speichern. So, bringt erstmal das Gold hier rein. Da kommen schon die nächsten Goldmünzen, also das geht jetzt ruckzuck. Sehr gut, also die zweite Münzenprägerei war wirklich was sehr Gutes. Ich würde ja gerne, sehr, sehr gerne sogar, mit drei Golden hier angreifen. Goldenen, habe ich gesagt. Keine... Leute, Leute, Leute. Ja. Was will ich denn mit Kanonenfutter? Sagte mal. Ah, haben jetzt drei Goldene, die den Wachturm angreifen. Sehr schön. Wachturm erobert. Zack, können direkt die nächsten ausgebildet werden. Und hier gleich mal schauen, was es hier noch so Schönes gibt. So haben wir auch gleich verhindert, dass sie an unsere Goldquellen rankommen. Wird auch gleich wieder gespeichert. Und meine Freunde, ich sehe auch schon, die Zeit ist schon wieder rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr seht, wir haben jetzt schon mal verhindert, dass sie an unsere Goldquellen rankommen. Wie weit wir sie noch weiter zurückdrängen können, das seht ihr in den nächsten Folgen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und sage bis dahin, euer Paddy und ciao.